Einen wunderschönen liebe Pauljäger und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pauljworld zusammen mit dem Istra. Hallo. Hallo. Und danke nochmal fürs Reit hier. Kein Problem. Ja, wir können jetzt hier durch die Gegend hobbeln und reiten und machen. Finde ich voll cool. Und wir haben hier immer noch das Tutorial. Istra ist damit ja schon ein bisschen weiter, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal 5 Lumbolts. Und sehen mal zu, dass wir das Tutorial langsam mal fertig kriegen hier. Und, oh, schön. Geht auch mit Leertaste springen? Ja, natürlich. Wo ist er denn? Hallo. Was denn? Bleibst du hier, dann? Ja. Okay, ja, toll. Möchte ich nicht weiter drüber reden? Oh, guck mal, ich habe ein Reittier. Ach komm, wir zünden es an. Ja. Dann möchte ich nicht weiter drauf ein. Bleibt der mit dem Geweih da drin hängen, also. Schönes Ding. Ja, hatte ich schon erwähnt. Herzlich willkommen zu Palworld. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Oh Gott. Du ahnst es nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Der war gut. Guck mal, ich habe ein Reittier. Guck mal, das brennt ja. Oh Gott. Ich kann dir gerne gleich hinterherkommen, aber ich möchte kurz ein paar Aufträge hier reinschmeißen. Ja, alles gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Ganze hier mal so ein bisschen sortiere. Also du zurück. Du bitte auch zurück. Weil, wenn ich die jetzt angreife, die Lumbolts. So, ihr baut schön. Sehr geil. Ich nehme lieber eine Keule. Hast du den Baseballschläger eigentlich mitgenommen? Ja, habe ich. Oh. Nein. Wo bist du denn hin noch? Bist du nach oben oder bist du nach unten? Drück M. Achso, ich sehe dich auf der Karte. Genau, oh. Das fiel mir. Oh, was ist er denn? Ein Level 8 Sweeper. Mein Kollege, dich snack ich weg. Ja. Der Bogen gefällt mir jetzt schon. Ja, jetzt habe ich mir auch irgendwie so ein großes Viech gefangen. Oh Gott. Die wollen es aber wissen, ne? Ja, wir haben zumindest ein bisschen Wolle oder Stoff oder was auch immer das sein soll. Alter Falter. Die haben aber reingedroschen. Mein lieber Schwarm. Ja, kein Wunder. Waren ja auch genug. Junge. Boah, ich gönn mir erstmal das Erz, ne? Mach du mal ruhig weiter. Gönn dir mal ein bisschen Erz, mein Guter. Ich guck hier nochmal. Deine Viecher sind übrigens oben, ne? Also nicht hier unten, sondern da bei dem Mammut vorbei. Ich habe gerade schon 2 Stück hier vorne gefangen. Ach so, okay. Gut. Ja, ich meine nur hier, da oben laufen nicht so große Viecher rum. Ist in der Tat ein Argument. Aber wie war das aber im Umkehrschluss? Irgendwie müssen wir die Viecher hier leveln. Das stimmt. Aufsitzen bitte.
Und da sind die nächsten Schafe. Hey Gox, komm her, ich will dich reiten. Nein, ich habe ihn nicht Gox genannt, alles gut. Das wäre irgendwie komisch. Nein! Nein! Ich mache zu viel Damage mit dem Bogen, ich schieße hier immer alle weg. Einfach nicht komplett durchziehen. Oh, was liegt da denn? Oh, gucke mal. Da ist vom Baum eine Paul-Sphäre gefallen. Na, da kann ich doch nicht Nein sagen. Einfach nicht komplett durchziehen, sagt. Also ziehen wir nicht mehr komplett durch. So. Ich mag den Grafikstil ja immer noch. Kann mir nicht helfen. Der ist auch irgendwie cool. Schön, mehr Erz. Nice. Oh. Ah, da unten ist ein Schaf. Komm, Schäfchen, ich fang dich. Oh, eine Kiste. Cool. Dr. Loot ist wieder unterwegs. Oh, eine Megasphäre. Nice. Hi. Hi. Ich schlänge mich an dich ran. Die Kiste kann ja immer nur eine öffnen, ne? Natürlich. Und schon. So, wie geht das hier mit dem Gleiter? Muss man den irgendwie ausrüsten? Ja. Nee, du musst... Echt? Ja, mit rechter Maus hast du erstmal anliegen. Oh. Aber pass auf, du verlierst übertrieben viel Ausdauer. Okay. Ich mach's noch nicht. Werte erhöhen, Ausdauer. Mensch, guck mal, ich hab einen Punkt in Ausdauer investiert. Wie konnte das denn passieren? Ja. Oh. Da oben sind Schafe. Hier. Oh ja, Schafe. Ups. Ich scheuche ihn zu dir. Das gibt voll mit der Keule. Lol. Oh, lol. Ups. Okay. Komm, wir kegeln. Und er rollt und er rollt und er rollt und er rollt immer weiter. Übrigens, willst du ihn auch haben? Dein Wasserfichter? Ja, hier ist er nämlich. Oh. Hallo. Warte. Ich zieh kurz zurück, weil ich hol den kurz. Oh, lol. Ja. Das ist der Spezielle, den ich meinte. Ich hole ihn jetzt wieder zurück. Oh. Ah, 15%. Ich glaube, dann wird... Ah, 40%? Na, 100. Ich habe ihn. Ja, nice. Und wir haben den letzten antike Technologie. Ja, cool. Und ich, doch, hier. 3 antike Bauteile habe ich gekriegt. Ja, du wirst wahrscheinlich als antiken Technologiepunkt den Brutkasten schon geholt haben. Ja. Dann spare ich meinen auf für einen Futterbeutel. Hier hast du eine Megasphäre. Oh, danke. Fanggeschick 14, die andere hat Fanggeschick 7, krass. Oh, da hinten ist noch ein Schaf. Als ob du so weit schießen kannst. Ich glaube, die kommen nicht an, oder? Doch, die kommen an. Lol. Okay. Ich werde mal nicht mehr drauf schießen. Ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl. Nein! Genau das. Wie kriege ich dieses Viech wieder rein?
So, jetzt weißt du, wo meine Schwierigkeit immer ist. Ich glaube, du verstehst es mittlerweile. Man kugelt dich doch jetzt einfach. Och, Mann, oh. Mein Viech macht alles putt. Ja, ich verstehe genau, wo dein Problem ist. Du kannst aber 4 gedrückt halten und dann Befehl Angriff einstellen. Ah, danke. Kein Problem. Hey, hey, hey. Hey, hier. Ja, ja, du. Hier, ja, hi. Hier. Hallo. Hm? Und er dreht sich und dreht sich. Bläh. Ja. Yeah, wo ist das grüne Viechchen? Da. Das geht voll auf den Schädel. Headshot! Komm und schnapp sie dir. Und 44% direkt wieder ausgestiegen. Dann kriegt er eben noch eine. Jetzt aber. 47%, die gefangen wir schon. 70. 99, 100. Und den nächsten. Hä? Und? Ja. Sehr schön. Boah, Level 1. Schwierig. Ah. Den kriegen wir bestimmt noch groß. Haben wir davon schon welche? Von den Teefanten? Ja, haben wir. Ja. Hab ich dir! Willst du mal einen? Ich hab einen schon. Ich hab auch einen, und? Okay, dann komm her. 68% die Fangwahrscheinlichkeit. Und? 85, 86? Meiner. Nice. Oh, hier, da hinten ist so ein Baum, wo ich gesagt habe, die müsstest du immer mitnehmen. Dieser Abgestorbene da hinten? Ja. Oder hängt lecker Bling Bling drin? Da sind Fähigkeiten für die Pauls drauf. Ach, hier ist auch noch eine Statue. Den hätte ich gerne. Den hier? Was ist das hier? Drachenfrucht? Nein. Ich sag, warte mal, wenn ich die einsammle, kann ich sie dir dann noch geben? Weiß ich nicht. Ja, Drachenatem kann ich dir noch geben, also das funktioniert. Eistechnik, Frucht, Eisschnitter. Nö. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Gönn dir. Drei mitgenommen? Nee, ich hab einen. Okay. So, Drachenatem bringt einem Paul den Drachenatem. Ich hab einen und den habe ich gerade ihm gegeben. Keine Fähigkeit und, mehr vorhanden. Und zwar kann ich dir sogar zeigen, was er für eine Fähigkeit gekriegt hat. Oder auch nicht. Nee. Ich muss dazu wahrscheinlich an den Rand. Nein. Ah, Zwiebelschüsse. Nein, das war's nicht. Eigentlich hat er mal was anderes. Ups, warum greift er dich an? Ich hab ihn gerade mit Feuer angeschossen. So. Wow. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich habe ja Befehl ausgemacht. Ups. So. Zum Angriff. Mein Gegner angreifen. Da, Kugelblitz. Oh lol, geschockt und weg. Ja, ich habe ihm Kugelblitz gegeben. Hat er ihn voll weggeschockt, ey. Ein Wasservieh, was Kugelblitz hat, ey. Ist doch schon geil. Schönes Ding. Gott, ich finde ihn so niedlich. So, mein Reittier kann jetzt auch eine neue Fertigkeit, nämlich einen Drachenatem. Weiß nicht, ob das so geplant war, dass das funktioniert, aber...
Muss ja. Drachenatem. Oh. Muss wahrscheinlich ein Gegner ran. Ja. Guten Tag. Ups. Hallo. Los, Drachenatem. Jetzt, los, gib alles. Trampelt das Viech eher zu Tode, als dass ich da irgendwann mit einstelle. Hui! Ja, das mit dem Drachenatem funktioniert wunderbar. Getroffen. Oh, das ist so ein Flugviech. Warst du das? Ja. An. Komm nicht ran. Er kommt. Lol. Ach so, das war dein Ding, Drachler. Cool. Oh, Alter, wo ist er? Schwede. Oh, Alter, nein! Schwede. Ich hab den Ball ins Leere geschmissen. Da hast du ihm aber eine starke Fähigkeit gegeben. Ja, also, der hat auf jeden Fall Bock. Krass, ey. Oh, der ist ja schon platt. Ein schönes Ding, ey. Prost. Hätte ich nicht gedacht, dass das so stark ist. Oh. Das steht auch dran. Wie stark es ist. Da muss ich mal gucken, warte mal. Team. Drachenatem. Stärke 70. Jo, nice. Der Kugelblitz hat nur 50, aber schockt halt. Das mit dem Schocken ist gar nicht mal verkehrt. Oh, ich füttere meine Pauls jetzt mit rohem Fleisch. Ist das nicht schön, diese Aussicht? Ein Träumchen. Ja, irgendwie schon. Ja. So, was stellen wir jetzt Schönes an? Wollen wir einen Dungeon machen? Okay. Da kriegen wir nochmal antike Gedönsens. Wollen wir zu dem Großen oder zu dem Kleinen? Ach so. Ja. Okay. Ich reite mal vor. Ich werde da drüben zum Turm, zu dem Dungeon. Ah, du also auch, okay. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind. Also ich habe ihm Solo mit Level 20 gemacht. Und hatte noch meine Probleme. Naja, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, wir kriegen jetzt richtig in die Schnauze. Was hier oben eigentlich? Lager. Tschüss. Hä, warum die machen nicht? Achso, das sind Banditen. Sind schwach. Außerdem kriegst du ja einen Paul immer geschenkt. Den hast du dann gleich, wenn du das den Käfig aufmachst. Ah. Ja. Irgendwo ein Gegner? Ich kriege einen Paul geschenkt. Juhu. Hallo. Ah, bist du knuffig. Gruselig, dass ich direkt ein Leder hinterhergeschmissen gekriegt habe. Lustig. Wow. Server hängt. Echt? Jo, bei mir hängt der Server. Okay. Bei mir nicht. Bei mir hängt er null. Oder bugge ich jetzt? Warte mal, ich relock mal kurz. Ne, du knackst bei mir immer noch das Schloss. Ah, dann relogge ich mal ganz kurz.
Einmal neu. Ist das doof. Schauen wir mal, was der Server jetzt macht. Oh, ist das doof. Naja, nützt ja nichts. Geht ja schnell. So stimmt. Ah, da bin ich wieder. Ja, Level 20, nee. Sagtest du, du hattest Probleme damit. Ja, ich hätte eher jetzt hier den Pinguin gemacht. Oh lol, hier ist eine Karte. Aufsitzen. Wir wollen einen Pinguin vermöbeln. Hier ist eine Karte. Hier ist so ein Fragment zum Aufsammeln. Bin auf dem Weg zu dir. Ups, wenn ich nicht im Baum hingleibe. Juhu, Chefbrüchiger, Tag 11. Und du möchtest einen Pinguin vermöbeln? Ja, der ist da hinten. Ich weiß, wie wir die Folge nennen. Wir verhauen einen Pinguin. Ja, hier sind wir richtig. Man sieht halt gar nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sehe nichts. Ja, also so ein bisschen Licht wäre jetzt natürlich nicht verkehrt, ne? Bleibst hier auch noch in den Bäumen hängen. Ja. Hier habe ich übrigens meine Basis gebaut. Im Solo. Oh, schick. Ja, ne? Geile Aussicht. Schön am Strand unten. Oh, was sehen meine entzündeten Augen da hinten? Alter, hier ist ja alles voll mit den Dingern da drüben. Meinst du? Ja, ja, genau. Ja, aber, ne? Naja. Was haben wir denn hier, Hübsches? Ich glaube, ich habe eine Kiste gefunden. Also hier wäre der Pinguin. ich komme zu dir, warte. Lass mich nur das Ding hier einmal. Tropischer Trachtbauplan. Ja, dann kann ich zumindest den Respawn-Punkt gleich mitnehmen. Kann ich den von meinem Reittier aus natürlich? Doch, eigentlich schon. Nö, wollte er gerade nicht. Okay, komm. Also hier wäre der Pinguin. Ah. Den sollten wir schaffen. So, begleitet mich noch mein Begleittier. Da. Da. Du musst drinnen eh wieder neu holen. Ach so, oh. Sphäre des Eisvogels. Boah, wenn es hier einen Eisvogel gibt, ne? So ein Flatterviech würde ich ja schon mitnehmen. Au. Oh. Na denn? Los, beam ihn. Ich hab Penta-Seelen ruhig. Ups, jetzt nicht mehr. Boah, jo, ist klar. Oh mein, die kriegt gerade übelst Damage. Ist nicht cool. Oh, ich habe die falsche Waffe, deswegen passiert ja nichts mehr. Na, krieg ich ihn? Nee, 14%. Der braucht noch ein bisschen. Nimm noch die Mega-Fähre. Ah, auch eine gute Idee. Kannst mit zwei wechseln. Nur langsam werfen. Ja, 16%. Die andere habe ich, glaube ich, irgendwie eben schon geworfen.
Oh nein. Macht nichts. Wenn weg, dann weg. Halb so wild. Lassen. Immerhin haben wir antike Technologiepunkte gekriegt. Ja, 9 Stück, ne? Das lohnt sich ja schon mal. Und du hast sie bekommen. Ich hab nur 3. Ja, echt? Ja, ja. Ja, du bist durchgelaufen und hast eingesammelt. Eigentlich bringt dann 9. Na, egal. Vielleicht muss man ihn öfters machen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Anwesend, ich mein Check nicht mehr drin. Aber wir haben Boss gemacht. Genau. Einer weniger. Und jetzt können wir ihn jede Stunde neu machen. Juhu! Um die Dinger zu farmen. Jede Stunde Punkte sammeln. Geil. Ich habe mein Reittier vorsichtshalber aus der ganzen Geschichte rausgenommen. Ja, kenne ich. Sicher ist sicher. Hin. Und. Hm. Oder wollen wir den Tower doch machen? Ja komm, lass den Tower kurz machen. Hast du denn das Portal-Ding schon? Ja. Da sind wir gerade dran vorbeigerannt, gerade eben. Das kriegen wir. Versuchen wir unser Glück einfach mal. No rest, no fun. Oh, apropos. Oh, Mist. Das Vieh hat kaum Leben. Egal. Ja, deswegen habe ich gerade eben erstmal eine Runde Bären geschmissen hier. Die sind voll auf Bären, die Viecher. Ich habe nichts zu essen mit. Warte, ich habe noch Brot. Hast du Brot? Hab ich Brot. Hatte Brot. Geil. Hier, mein Dicker. Gönn dir. Oh. Oh, ich kann meine Werte wieder erhöhen. Ja, was erhöhen wir denn? Ja, Ausdauer, ja. Lebenspunkte, so. Ich bin jetzt bei 800. Ich bin bei 1000 Lebenspunkten bin ich jetzt. Guck mal da oben. Oben? Oben auf der Spitze. Etwas Grünes. Toll. Da oben ist auch irgendwo eine Kiste oder so, glaube ich. Wir haben 10 Minuten Zeit. Dann Attacke. Andere Spieler kämpfen bereits. Nee, wir sind beide gemeinsam jetzt drin. Ich wollte gerade sagen, bitte warten Sie, es wird geladen. Und gucken uns an. Das epische Ding. Ach du Scheiße. Oh Gott. FSK 18. Ach Gott. Der sieht aus, als hat er richtig Bock. Na dann, ich drücke uns mal die Daumen, ne? Wenn er dich im Visier hat, stell dich hinter eine Säule. Was ich damit meine, weißt du dann. Also raus mit dabei. Dir. Und Angriff. Genau, Angriff. Großer. Vergiften. Wo ist er denn? Oh, Junge. Hol dein Reittier zurück. Lass sie nicht sterben. Alter, hat das Viech Leben, ey. Ja. Wenn du die Tussi triffst, machst du übrigens kritischen Damage, ne? Ah, okay.
Wenn sie mal stillhalten würden, dann wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Sie natürlich nicht. Kreuz! Ist sie. Geh weg von mir! Vergiss es! Lass mir Ruhe! Wenn du glaubst, dass ich stehen bleibe, kannst du knicken. Oh mein Gott. Ich hab minimal Agro, kann das sein? Aber so ganz dezent. Au! Ja, aber der geht zu zweit. Oh. Komm mal zurück. Okay, ich nächster. Hab Agro. Los, Gox, du bist dran! Gox, renne uns! Ach, daneben. Dein Flambi ist fast kaputt. Zurück und den nächsten raus. Gut, dass wir Feine haben, ja. Aha. Jetzt macht der Dreierbogen übrigens Sinn. Mhm. Hat die gerade die Schnauze gekriegt und sich gefreut? Ja. Oh mein Gott, ich häng an der Säule fest! Was hier, Rage Mode oder? Oh Gott. Da ist Gox fast draufgegangen. Ja, sorry, Reittier, du musst leider dran. Genau, blitz ihn. Geil, macht gar keinen Sinn. Jupp, wir haben ihn. Wuhu! Wupp, wupp. Hurray! Wuhu! Was haben wir denn zum Schluss für gekriegt? Eine nette Aussicht. Ja, und ein Punkt, ne? Fragezeichen, was wollen wir hier oben mit dem Punkt? Achso, wahrscheinlich ein Gleiter. Na. No. Aber ich weiß nicht, ob ich den benutzen will. Ich hab Bock zu sterben. Ich war gerade eben am Überlegen, ob ich hier unten nicht einfach ins Wasser reinspringe. Ja, ich weiß nicht, ob du stirbst. Das ist das Problem. Wie benutzt man den Gleiter? Mit der Leertaste oder wenn man runterfällt? Also, du springst und lässt dich ein bisschen fallen und benutzt dann die Leertaste, ja. Ach, geschafft. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Warte mal, das gibt Schaden, wenn man keine Ausdauer hat und schwimmt. Absolut, ja. Entschuldigung, ich würde hier gerne raus. Ah, ich heile mich gerade wieder. Aber da hinten sind schon Bärchen. Ay, caramba. Deine Viecher nehmen dann übrigens auch Schaden, wenn sie keine Ausdauer mehr haben. Na, gut zu wissen. Mit dem Reittier unterwegs zu sein, ist doch viel geiler. Oh, ich hatte echt gehofft, hier sind mal so eine Viecher, ne? Aber irgendwie nicht so. Ja, du siehst immer noch die speziellen Viecher, ne? Ja. Mhm. Ja gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir machen hier so einen kleinen Cut auf unserer Reise und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, haut rein, macht's gut und tschüss. Du musst tschüss sagen. Ciao.